geht nicht so darum, dass es die hypermodernsten Liftanlagen, Aufstiegshilfen hat, sondern es geht einfach darum, man hat unendlich viel Platz. Es hat man nie das Gefühl, auch in der Hochsaison, es ist extrem überlaufen oder sowas. Das gibt es einfach hier nicht. Es geht einfach alles ein bisschen gemütlicher vonstatten. Sehr herzlich und das spürt man auch, wenn man hier herin ist. Heuer sind wir im Kleinwalsertal, im Marmot Rides Kleinwalsertal. Einen Schnee haben wir verwischt und das noch Anfang April. Es ist eigentlich gewaltig. Sobald von Nordwesten, vom Atlantik her, ein Tiefdruckgebiet einzieht, da bleibt es halt bei uns zuerst mal hängen und deshalb ist es eine sehr, sehr schneereiche Region. Die meisten Leute kennen das Walsertal nicht, weil sie halt auf der Hauptachse hinfahren, über den Fernpass drüber und dann weg. Es ist eigentlich ein kurzer Anreiseweg. Wenn man mit dem eigenen Auto kommt, kann man es stehen lassen an der Unterkunft. Hier im Tal verkehrt der Walser Bus, der ist super. Ich komme überall hin, im 10-Minuten-Takt fahrt er von jeder Stelle weg. Und somit bin ich recht ungebunden. Super unterkommen sind wir in der Auenhütte, eine lässige Location, wo man ein, zwei, drei Tage gemütlich überstehen kann. Es ist immens viel Raum da, wo man sich frei bewegen kann. Und ich habe noch keinen gehört, der zu wenig gefunden hat zum Skitouren gehen. Für jeden Schwierigkeitsgrad ist irgendwas dabei. Ein super Team dabei, lauter lässige Athleten, keiner ist schlecht drauf. Und so macht es einfach Spaß zum Skifahren.
wer auch mal da war, dem gefällt es halt einfach. Ja, jetzt häng ich. Ha 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 ha!